Das Tal Eidbuchmes, weit entfernt von der nächsten Stadt, inmitten des hohen Atlas in Marokko. Salam. Es wird das Tal der Glücklichen genannt. Glücklich, weil ein Fluss das Land fruchtbar macht. Die einheimischen Berber leben von der Landwirtschaft, der Viehzucht und dem sanft wachsenden Tourismus. Wer hier aufwächst, spricht einen Berberdialekt, welcher wenig mit dem Arabischen gemeinsam hat und in den übrigen Landesteilen nicht verstanden wird. Viele Erwachsene sind Analphabeten. Nur wenige besuchen weiterführende Schulen. In der Schule des Campus Vivants mitten im Tal gibt es Kinder aus allen sozialen Schichten und auch Kinder mit körperlichen Einschränkungen. Seit Herbst 2016 gibt es neben der École Vivante eine Sekundarstufe, das Collège Vivant. Anders als in der staatlichen Schule haben die Schüler hier die Möglichkeit, neben der Erarbeitung des theoretischen Schulstoffs sich auch praktisch auf ihre berufliche Laufbahn vorzubereiten. Die alleroberste Priorität ist eigentlich die Liebe zum Kind und die Bereitschaft, mit dem Kind gemeinsam zu wachsen. Und das ist eigentlich auch so das Credo vom Campus Vivant, gemeinsam ganzheitlich wachsen. In der Grundschule arbeiten wir mit einer alternativen Pädagogik, die wir eigentlich selber angepasst haben an die Gegebenheiten vor Ort. Also wir arbeiten nach marokkanischem Lehrplan, wir sind auch offiziell anerkannt, aber wir arbeiten eben ganz stark mit der Tradition und Kultur vor Ort, ganz stark im Kontakt mit der Natur. Wir gehen sehr viel raus, es gibt sehr viel freies Arbeiten und immer dieser Wechsel zwischen Innen- und Außenraum und zwischen Gruppe und Individualität. Inzwischen haben wir auch mehrere hörbehinderte Kinder, die mit in der Schule drin sind und eigentlich inklusive unterrichtet werden, sodass eigentlich auch alle anderen von Gebärdensprache und im Austausch mit Kindern mit Behinderungen auch profitieren. Für uns ist einfach wichtig, dass die Kinder, die da also das erste Mal in so ein Umfeld Schule, in ein Umfeld Lernen und Bildung reinkommen, einen spielerischen Eingang finden. Also nicht mit Tritt, nicht mit Drill, sondern spielerisch und mit Freude, dass diese Lernfreude eigentlich ihr ganzes Leben lang erhalten bleibt. Das heißt, wir arbeiten auch sehr viel draußen in der Natur, ganz viel im Kontakt auch mit den lokalen Realitäten. Das heißt, wir besuchen Arbeiter, traditionelles Handwerk, Orte vor Ort, wo die Kinder einfach direkt in der Realität lernen und spielerisch lernen dürfen. Dieser Platz hier ist in einem ständigen Prozess, in einem Entwicklungsprozess. Es hat sich seit 2007 oder seit 2010 extrem viel entwickelt. Wir haben die Grundschule gegründet mit 16 Schülern damals, haben dann jedes Jahr ungefähr 8 neue Schüler dazugenommen. Dieses Haus war früher unser Wohnhaus und wir haben dann in jedem Jahr eigentlich einen Raum mehr abgegeben. Und inzwischen ist das gesamte Haus Grundschule und wir haben diesen Neubau für die Oberstufe jetzt gebaut. Und die Vision geht weiter. Es geht weiter, es entwickelt sich wirklich zu einem großen Bildungscampus. Die Vision der École Vivante. Ein Begegnungsort von Grundschule, Freizeitzentrum, Berufsbildung, grüner Oase und Tüftelwerkstatt. In Form einer ganzheitlichen Bildungsstätte, welche Neues mit Altem verbindet, die traditionellen Bräuche und Kultur pflegt und den interkulturellen Austausch fördert. Mit der Eröffnung des Collège Vivant und der Umsetzung der weiteren Projektschritte hat die Zukunft der Bildung auch im abgelegenen Tal am Fuße des Sidi Moussa begonnen.